dieser Debatte ist einiges durcheinander gegangen. Wir haben über mindestens zwei Ideen gesprochen von dem, was die UN eigentlich sein sollte. Nämlich einmal die Idee, dass sie Frieden schaffen sollen, das möglichst absolut, das, was die Regierung hier am Anfang reingebracht hat. Und dann zumindest eine Idee, dass die UN zumindest ein Forum sein sollte. Die Idee, erst einmal miteinander zu reden. Eine Sache, die von der Organisation heraus passiert. Wir glauben, dass egal, was wir denken, was die UN eigentlich tun sollte, und dass diese beiden Ideen, die ja auch zusammengehören, dass beide Ideen, so wie sie da stehen, insgesamt auf Seiten der Opposition fallen, weil wir solche Institutionen brauchen, jetzt gerade dringender denn je brauchen und weil wir ohne diese eine Idee niemals so weit kommen werden und niemals viel weiter kommen würden. Eine Idee ist erst dann gescheitert, wenn sie alle Bewährungsproben hinter sich gelassen hat und dann entweder nicht mehr gebraucht wird oder nicht funktioniert hat. Beides sehen wir bei der UN nicht. Sie hat viele Bewährungsproben tatsächlich bestanden. Wir haben im Kalten Krieg eben nicht die Gefahr nicht mehr erfahren. Wir haben eben viele Probleme gelöst. Einige davon möchte ich auch später bei mir noch aufgreifen. Nur deswegen, weil ihr sagt, wir haben dort nicht all das erreicht, was wir uns jemals vorgenommen haben, heißt das nicht, dass die Idee gut ist. Und das mit den großen Herausforderungen, darauf möchte ich auch zu sprechen kommen. Ich habe zwei große Punkte. Internationale Normengebung. Das war ein ganz starker Punkt auf Seite der Opposition, wo die Regierung im Wesentlichen gesagt hat, naja gut, ist ja alles schön und gut, ne? Aber die Welt funktioniert heute anders. Ich möchte nochmal sagen, warum das wichtig ist und warum es auch in der Zukunft wichtig ist. Das Zweite, worüber ich sprechen möchte, das sind, Nationalstaaten. Dieses System, in das wir uns selbst eingegliedert haben, dieses unglaublich starke System, was Kräfte entwickeln kann, was Nationen hinfortweist und Menschen in Millionenstärke tötet. Dieses System, was die schlimmsten Kräfte der Menschheit in der Lage ist zu entfesseln, uns aber auch zu den größten möglichen Zivilisationen führen können, die wir überhaupt jemals in unserem Leben gesehen haben, auf dieser Welt gesehen haben. Dieses System, das eingehegt werden muss, durch zumindest eine Idee, nämlich die Idee, dass diese Akteure, egal was passiert, zumindest erst einmal miteinander reden. Und darüber möchte ich auch in meiner Rede noch reden. Ich möchte ganz kurz die schließende Regierung hier noch bedenken, die ganz, ganz stark mit dem Sicherheitsrat hier ankommt. Das ist natürlich zunächst einmal die Kritik daran, dass dieses Forum in irgendeiner Form unfair ist, dass es sich die gegebenen Realitäten jetzt im Moment abbildet. Wir sagen, das tut es ganz selbstverständlich. Nur weil es unfair ist, heißt es aber auch noch lange nicht, dass es nicht funktioniert. Wir sagen auch nicht, dass die UN nicht perfekt ist. Wir sagen lediglich, dass die UN ein System ist, was gute Ergebnisse produziert. Es hat zum Beispiel dazu geführt, dass die Staaten sich unterhalten konnten, zum Beispiel in der Vietnam-Krise, dass regelmäßige Austausch dort noch stattfand. Auch wenn die Botschafter sich schon lange nicht mehr angerufen haben und sie auch gegenseitig nicht mehr mitgeteilt hätten, dass eine Atomrakete, die gestartet wurde, vielleicht nur ein Versehen war, was die Welt hätte auslöschen können. Wir glauben, dass diese Kommunikationskanäle immer offen zu halten, zunächst einmal der Sicherheitsrat da gute Leistung geleistet hat und auch jetzt in der Zukunft noch weiter leisten kann, denn diese Mächte sind weiterhin stark. Wenn ihr jetzt sagt, es gibt jetzt einzelne andere Staaten, die dringend einen Krieg bei sich an der Grenze brauchen, dann denken wir, ist das etwas zu kurz gedacht. Wir sagen, diese einzelnen Staaten sind auch heute schon in Koalitionen und wechselnden Koalitionen ein Stück weit auf sich allein gestellt. So war es immer, so wird es auch immer sein und wir können die Nationalstaaten nicht behandeln wie in einem Kindergarten, damit sie nur noch das tun, was die UN von ihnen möchte. Denn die UN ist keine Nation an sich, sondern lediglich ein Talking-Shop. Und diese Idee, die ihr hier nicht verstanden habt, die gibt uns Recht zu sagen, lasst uns mit diesem Sicherheitsrat auch in die Zukunft gehen. Nein, danke. Ich möchte zu diesen internationalen Normengebungen kommen, warum das eigentlich wichtig ist. Ich möchte ein paar Erfolge darstellen, die eindeutig für die UN sprechen. Nehmen wir zum Beispiel die Anti-Streubomben. Die erst kürzlich überhaupt in die Welt gekommen ist. Es hat unglaublich lange gedauert, darüber zu reden. Aber warum ist sie letztlich zustande gekommen? Weil es einen Talking Shop gab, einen Ort, wo die Menschen hingegangen sind und dort für ihre Sache sprechen konnten, wo Lobbyistengruppen zusammenkommen konnten, um zu zeigen, das ist eine ganz, ganz besondere Gräueltat, wo letztlich auch Staaten, denen das eigentlich total egal ist, wie viele Menschen in ihren Kriegen sterben, letztlich sagen mussten, ja, unter dem internationalen Druck von denjenigen, die gern Gutes wollen in der Welt, sagen wir im Zweifel, lassen wir es sein, diese Bomben zu verwenden und werden uns eben daran halten, weil wir unsere Ziele, wie auch immer sie geartet sein mögen, im Krieg auch anders erreichen können. Das sorgt dafür, dass unsere Welt nur ein kleines Stück gerechter geworden ist, ein kleines Stück weniger grausam. Und das allein ist bereits ein Erfolg. Welche weiteren Erfolge werden wir haben? Welche anderen bösen Waffen können wir unter Umständen verhindern, wenn wir nur lange genug darüber reden? Allein diese Idee, dass unsere Welt so besser werden könnte, ist es wert, dass wir sie weiter verfolgen, oder glaubst du das nicht? Allein die Tatsache, dass die Konvention gegen Streubomben Jahrzehnte gedauert hat, bis sie erstmal in die Tat umgesetzt wurde, obwohl die Mehrheit aller Staaten sowieso dafür ist, beweist schon, wie unfähig und untätig die UN ist. Danke.
Hälfte irgendwie schneller funktionieren kann? Ja. Glaubst du, dass mit deinen Blöcken sagen wir China und EU und Russland, dass die schneller zu einer Streubombenkonvention kommen werden? Wir denken, das ist ganz im Gegenteil der Fall, weil dort nämlich sich niemals jemand drüber unterhalten könnte. Wenn wir den Klimawandel lösen wollen, dann werden wir ihn nur innerhalb dieser Strukturen lösen können. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann ist das zwar schade, aber es sorgt trotzdem dafür, dass wir dort weitermachen müssen. Denn auch ihr habt keine alternative Version genannt, die es in irgendeiner Art und Weise besser machen würde. Wir sagen, die UN ist dafür verantwortlich, dass wir eine Konsenskultur und eine Redekultur haben. Eine Konsenskultur, die dafür sorgt zum Beispiel, dass wir erstmal die anderen fragen, was sie eigentlich darüber denken. Es mag zwar sein, dass wir denken, es ist eindeutig ein Genozid oder eindeutig eine schwere Verletzung der Menschenrechte, aber es mag ja durchaus sein, dass dieser Konflikt etwas komplexer ist. Und er ist umso komplexer, je mehr Akteure daran beteiligt sind. Je mehr Akteure daran beteiligt sind, desto mehr Akteure müssen an einen Tisch gebracht werden. Und es ist gut, wenn dieser Tisch bereits in einem Raum steht, wo die Akteure sich hinsetzen können, um dort zu reden. Und das ist das, was die UN tatsächlich leisten kann. Wir glauben auch, dass insgesamt diese Redekultur dafür sorgt, dass eben nicht gleich geschossen wird, dass erstmal Sanktionen verhängt werden, dass Kommunikationskanäle offen gehalten werden, dass wir eben nicht Russland direkt mit Sanktionen belegt haben, die dafür sorgen, dass es isoliert wird und als einzigen Ausweg hat, Krieg zu führen, sagen wir Territorialkrieg in Ukraine, weil sich dort Ressourcen erobern lassen, mit denen Russland noch ein bisschen weiter überleben kann. Das Problem beim Völkerbund damals war ja gerade, dass die Kommunikationskanäle geschlossen wurden, weil Deutschland aus dem Völkerbund ausgetreten ist und viele andere auch. Das war eine Organisation, die eben nicht die Gravitas hatte wie heute die UN und das ist das, was uns fehlt. Deswegen ist die UN so stark, deswegen kann sie auch in der Zukunft Probleme lösen und die möchte ich jetzt eben noch schnell darstellen. Nationalstaaten sind stark, sie können unglaubliche Kriege führen und gerade jetzt zeigt sich das mehr denn je. Wir haben große Akteure, die sich etablieren in dieser Welt. Zum Beispiel Russland, das selbst mit seiner Macht versucht, offenbar Macht hinzuzugewinnen. China, das durch seine unglaubliche wirtschaftliche Macht auch Ansprüche in seiner Umgebung tatsächlich erreicht. Diese Spaghetti-Schüssel zu entschlüsseln, wie Lena das hier an dieser Stelle sagt, ist etwas, was unglaublich schwierig ist und wir können nicht verhindern, dass sie ihre eigenen Interessen auch häufig durchsetzen möchten. Wenn wir allerdings diesen eigenen Interessen in irgendeiner Form etwas entgegen- oder unterschieben möchten, dann müssen wir gemeinsame Normen haben, mit denen wir das machen können. Und dort ist die UN derjenige Ort, mit dem wir es schaffen können, dass zumindest unsere Ziele von Frieden in der Welt ein Stück weit gehört werden bei jeder Entscheidung, die gegen den Frieden geht.